Guten Tag, mein Name ist Hauke Hekeren, ich bin Vizepräsident der Freien Universität Berlin und bin einer der geschäftsführenden Direktoren des Center for Cognitive Neuroscience hier an der Freien Universität Berlin. Die Labore gibt es seit 2009, damals gegründet als Dahlem Institute for the Neuroimaging of Emotions im Rahmen einer Förderung für ein Exzellenzcluster aus der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder. Und tatsächlich hat uns diese großzügige Förderung ermöglicht, hier an der Freien Universität neurokognitive Labore aufzubauen mit vielen verschiedenen Methoden, die uns erlauben, ganz neue Einsichten über das Gehirn zu gewinnen. Ja, mein Name ist Arthur Jacobs. Ich bin Professor für experimentelle und neurokognitive Psychologie hier an der FU und bin der Gründungsdirektor des Dahlem Institute for Neuroimaging of Emotion, das DINE. Das Herzstück des DINE ist hier der Siemens-Scanner, den Sie im Hintergrund sehen. Magnetresonanztomograph ist das Herzstück des CCNB. Das ist das größte Gerät hier und der wahrscheinlich am meisten benutzt wird. Magnetresonanztomographie nutzt starkes Magnetfeld, um Struktur, Funktion und Konnektivität im Gehirn darzustellen. Dazu nutzt man ja Wassersignal von Wasserprotonen und Wasserspins. Und das ist ein Element, die am Gehirn am meisten vorhanden ist. Bestehen von 80% aus Wasser. Und in meisten Fällen wird das in der Klinik verwendet für Diagnostik. Und hier haben wir Magnetresonanztomograph in ein psychophysiologisches Labor verwandelt. Das heißt, der wurde ausgerüstet mit vielen Präsentationshardware. Das heißt, die Leute können etwas sehen, spezielle visuelle Stimuli, die können was spüren. Es wird sehr viel taktile Wahrnehmung untersucht, sie hören etwas. Zusätzlich gibt es ja Kombinationen von Magnetresonanztomographie mit anderen Verfahren, so wie Elektroenzephalographie oder die Aufzeichnung von Peripherphysiologie für Untersuchung von Emotionen zum Beispiel. Und das macht das Center auch einmalig, diese Kombination von verschiedenen Verfahren. Mit diesem Methodenportfolio können wir Fragen auf ganz neue Art auch aus Sicht vieler verschiedener Fachdisziplinen beantworten. Das heißt, wir kommen zusammen als Teams von Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern, Psychologinnen und Psychologen, Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler, in manchen Projekten auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler. Und das ist tatsächlich eins der Hauptmerkmale unserer Arbeit auch, eben gerade dieses hohe Maß der Interdisziplinarität. Durch diesen interdisziplinären Ansatz können wir zum Beispiel Fragen angehen wie diejenige, was passiert eigentlich im Gehirn beim Lesen? Macht es einen Unterschied aus, ob ich von einem digitalen Medium lese, also einem E-Reader oder aus einem Buch? Wie wirkt sich das aus auf tatsächlich die Tiefe zum Beispiel, mit der ich in einen Stoff eindringen kann? Also Fragen dieser Art können wir beantworten. Wir führen teilweise auch Untersuchungen durch zu Themen, wie welche Auswirkungen körperliche Aktivität hat auf Hirnfunktion und Hirnstruktur und wie dies mit der psychischen Gesundheit zusammenhängt. Und um auf den Top zu bleiben, kooperieren wir mit führenden Physiklaboren in der ganzen Welt, um beste und neueste Version von allen Hardware und Software zu haben. Und ich glaube, das macht die CCNB speziell und einmalig, dass wie die Cutting-Edge-Imaging-Verfahren mit Fragestellungen der Neurowissenschaft und mathematischen Modellen des Gehirns kombinieren. Um diesen Scanner herum befinden sich weitere 800 Quadratmeter Laborräume mit vielen EEG-Laboren, Hochgeschwindigkeits-Blickbewegungsmessgeräten, transkranieller Magnetstimulation, Nah-Infrarotspektroskopie und so weiter und so fort. Insgesamt verfügen wir hier an der FU seit 2009 über die größten universitären neurokognitiven Labore Europas. Das Zentrum ist was ganz Besonderes, würde ich sagen, nicht nur Deutschland, sondern auch weltweit, insofern, dass es hier an einer im Wesentlichen geisteswissenschaftlichen Universität eingerichtet worden ist. Normalerweise befindet sich so etwas eher an einem Max-Planck-Institut oder an einer Universitätsklinik. Und wir auch schon sozusagen von sehr früh das versuchen, die
Studenten hier an der Psychologie schon im Bachelor und im Master auch hier einzubinden. Nachwuchsforschung ist uns insgesamt sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben einerseits eben die Studierenden auf Bachelor-Ebene. Wir haben ein eigenes Masterprogramm, das sogenannte SCAN-Programm, Social Cognitive and Affective Neuroscience, wo die Studierenden auch sehr, sehr früh dazu angeleitet werden, selbstständig Forschung durchzuführen mit diesen Methoden der Hirnforschung. Und wir haben auch viele Promovierende und Promoventen, die eben hier am CCMB ihre Doktorarbeit durchführen.